Im Kapitel 1.1.8 beschäftigen wir uns jetzt mit dem Vektorprodukt zweier Vektoren a, b. Sie kennen sicher die Definition dieses Vektor- oder auch Kreuzprodukt genannt, in folgender Form, dass man eben hier zwei Vektoren mit den Koordinaten a1, a2, a3, b1, b2, b3 in folgender Art und Weise miteinander multipliziert. Es gibt also einen Vektor, deswegen ein Vektorprodukt. Erste Koordinate des Vektors dann a2 mal b3 minus a3 mal b2 und so weiter. Dann a3 mal b1 minus a1 mal b3. Die dritte Koordinate a1 mal b2 und minus a2 mal b1. Wir werden die Definition des Vektorprodukts aber über den sogenannten Epsilon-Tensor machen. Und dazu müssen wir uns zunächst einmal, Sie werden dann sehen, Sie werden es dann schätzen lernen, dass man mit Hilfe dieser Definition des Vektorprodukts über den Epsilon-Tensor eine Vielzahl von Rechnungen einfach viel eleganter und einfacher gestalten kann. Dazu müssen wir uns aber zunächst einmal diesen Epsilon-Tensor ein wenig vornehmen. Und ich zeige Ihnen zunächst einmal, wie der definiert ist, und dann werden wir uns einige Eigenschaften dieses Epsilon-Tensors ableiten oder überlegen. Also, was versteht man unter diesem sogenannten Epsilon-Tensor? Genauer gesagt würde man eigentlich sagen, das ist das sogenannte Levy, ne, so, Levy-Civita-Symbol. Oder eben kurz Epsilon. Tensor. Und zwar versteht man unter diesem Epsilon-Tensor einen Tensor dritter Stufe. Wir brauchen also hier drei Indizes mit folgenden Eigenschaften, und zwar in jedem Koordinatensystem ist der Epsilon-Tensor durch folgende Vorschrift festgelegt. Und zwar ist er 0, wenn zwei oder drei Indizes gleich sind, also von den drei Indizes i, j, k, wenn zwei gleich sind oder drei gleich sind, dann ist die Koordinate 0. Sie ist plus 1, wenn alle drei Indizes verschieden sind und gerade Permutationen von 1, 2, 3 sind. Ansonsten minus 1, wenn es sich um ungerade Permutationen handelt. Ja. Permutationen, wie viele Permutationen von drei Ziffern 1, 2, 3 gibt es? Es gibt genau drei Fakultät, also 1 mal 2 mal 3, 6 Permutationen. Also eine Permutation würde ich jetzt zum Beispiel erhalten, wenn ich 2 und 1 vertausche, dann bekomme ich 2, 1, 3. Das wäre einmal vertauscht, das heißt, das wird das Vorzeichen minus 1 bekommen. Wenn ich es dann noch einmal vertausche, hier zum Beispiel, dann bekomme ich 2, 3, 1, das könnte man so wahrscheinlich systematisch auch machen. Der zweimal vertauscht, das ist dann eine gerade Permutation und so weiter. Wenn wir uns das jetzt hier nacheinander durchüberlegen, dann finden wir folgende Bedingungen, also für plus 1, Epsilon 1, 2, 3 gleich Epsilon 2, 3, 1 gleich Epsilon 3, 1, 2, das wäre die dritte gerade Permutation. Das sind ja drei Zahlen, 1, 2, 3. Hier hat Epsilon-Tensor den Wert plus 1. Und für ungerade Permutationen, so wie hier Epsilon 2, 1, 3, Epsilon 1, 3, 2 und Epsilon 3, 2, 1, hat der Epsilon-Tensor den Wert 0. Und für alle anderen Werte, das sind sechs Werte, insgesamt haben wir 3 hoch 3 Werte, also für alle anderen 21 Werte verschwindet der Epsilon-Tensor. Wem diese Vorstellung hilft, man kann den Epsilon-Tensor sich auch vorstellen als eine sozusagen eine dreidimensionale Matrix von Ziffern, ja, wie eine, keine Ahnung, Kronecker-Delta war eine Matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Der Epsilon-Tensor oder auch total antisymmetrische Tensor hat ja drei Indizes. Das heißt, wir brauchen jetzt hier
sozusagen hier noch in die dritte Dimension müssen wir uns noch Zahlen denken. Und dann, wenn man quasi in so einem kubischen Raster die Zahlen anordnet, dann würden wir eben diese Form hier bekommen. Ja? Nur wem das für die Vorstellung hilft, es reicht auch alleine die Definition, wie wir es hier getroffen haben. Zunächst müssen wir jetzt einmal uns überlegen und da zeigen, dass es sich bei diesem Symbol, den wir jetzt gerade eingeführt haben, tatsächlich um einen Tensor dritter Stufe handelt. Wenn das der Fall sein muss, dann muss ja dieses Symbol, dieser Epsilon-Tensor, die Transformationsregeln eines Tensors dritter Stufe erfüllen. Und die Transformationsregeln eines Tensors dritter Stufe, jetzt hier als Indizes PQR im gestrichenen System, erhalte ich, indem ich jetzt hier dreimal, ich brauche jetzt hier drei Transformationsmatrizen, einmal RIP, RJQ und R, okay, das ist jetzt nicht so geschickt, RKR, also wir jetzt hier einmal R als Index verwenden und einmal R als Symbol für diese Transformationsmatrix und dann haben wir noch ein Epsilon I P IJK, Entschuldigung, IJK. So, hier wird ja über drei Indizes, über I, über J und über K wird summiert. Das heißt, das sind insgesamt eigentlich 27 Terme, davon sind aber nur 6 ungleich 0. Und die 6 Terme, die schreiben wir jetzt einmal an. Und zwar sind das die folgenden Terme, das nehme ich jetzt mein Skript um zur Hilfe, damit ich da keinen Fehler mache. Und zwar haben wir da hier R, also wenn ich für I, J und K1, 2, 3 einsetze, kommt plus 1 raus, das heißt, es steht dann R1P, R2Q, R3R. Dann der nächste Term mit positiven Vorzeichen ergibt sich zu R231, ja, 2P, R3Q, R1R. Und dann haben wir noch einmal einen Term, diesen da hier mit 312, das ist dann R3P, R1Q und R2R. Und dann kommen noch drei Terme mit negativen Vorzeichen. Das geht sich jetzt hier nicht aus, das schreibe ich in die nächste Zeile. Also Minus, muss also jetzt hier die Koeffizienten hier verwenden, die ich hier oben mit minus 1 definiert habe. Also zum Beispiel, ich beginne jetzt hier mit dem 1, 3, 2, wie es im Skript auch ist. Steht also hier minus R1 P R3 Q und R2 R minus dann R3 P R2 Q und R1R und noch ein Term R2P, R1Q und R3R. So. Das erinnert Sie vielleicht an etwas, wenn Sie an Ihre lineare Algebra-Vorlesung und Ausbildung denken, wenn Sie die Determinante einer 3x3-Matrix berechnen. Mit der Regel von Sarrüh bekommen Sie genau auch sechs Ausdrücke, die drei davon positiv und drei negatives Vorzeichen haben. Das heißt, wir können diesen Ausdruck, den wir hier hingeschrieben haben, als Summe Differenz von diesen sechs Termen, können wir uns auch als Determinante hinschreiben, nämlich in der Form R1P. Dann tun wir uns schon ein bisschen leichter. R1Q, da sehen wir nämlich ein bisschen besser schon die Struktur. Also R1P, 1R, dann kommt hier R2P, R2 Q und R2R und dann haben wir noch R3P, R3Q und R3R. Genau, Sie können es jetzt leicht überprüfen, wenn Sie jetzt diese Determinante ausrechnen, dann kommen Sie genau auf diese Terme, die hier oben stehen. So, jetzt haben wir in der Form schon, sind wir schon fast am Ziel, um zu zeigen, dass das jetzt tatsächlich wieder genau die gleiche Definition erfüllt wie im ungestrichenen System.
Wir sehen nämlich, was passiert, wenn jetzt hier zwei Indizes gleich sind. Ja, dann wollen wir ja nach der Definition des Epsilon-Tensors, dass das 0 ergibt. Und genau diese Eigenschaft hat ja diese Determinante. Weil was passiert, wenn zwei Indizes gleich sind? Dann sind hier zwei Zeilen gleich. Zum Beispiel, wenn p gleich q wäre, wäre die erste Zeile mit gleich der zweiten Zeile und eine Determinante verschwindet, wenn zwei Zeilen gleich sind. Ja, genau das gleiche, wenn q gleich r ist zum Beispiel. Ja. Dann sehen wir auch, wie wir es haben wollen, dass ein antisymmetrischer Tensor ist. Wenn ich hier zwei Indizes hier vertausche, zum Beispiel 1 mit 2 vertausche, dann ändert sich das Vorzeichen. Genau diese Eigenschaft haben wir ja auch Determinanten. Das heißt, wenn ich jetzt hier zwei Indizes vertausche, p mit q vertausche, bedeutet das ja, ich vertausche zwei Zeilen in meiner Determinante und das ändert das Vorzeichen. Ja, auch diese Eigenschaft erfüllt diese Darstellung. Jetzt muss ich nur noch zeigen, dass tatsächlich Epsilon Strich 1, 2, 3, dass das plus 1 ergibt. Das heißt, ich setze einfach für p, q und r 1, 2, 3 ein. Da steht hier r 1, 1, r 1, 2, r 1, 3, r 2, 1, r 2, 2, r 2, 3, r 3, 1, r 3, 2 und r 3, 3. Und das, was hier steht, ist ja nichts anderes als die Determinante unserer orthogonalen Transformationsmatrix und die ist aber für, wir betrachten Drehungen, ja, die ist genau 1, ja, wie wir in einer der letzten Stunden gezeigt haben. Und damit, zusammen mit den Eigenschaften der Determinanten, ist gezeigt, dass der Epsilon-Tensor in jedem Koordinatensystem die gleichen Koordinaten hat. Das heißt, wir können in Zukunft einfach den Strich hier dann auch weglassen, weil das ja ähnlich wie beim Epsilon-Tensor, wo wir sie auch gezeigt haben, dass der in jedem Koordinatensystem die gleiche Darstellung hat. Damit ist gezeigt, der Epsilon-Tensor mit dieser Definition oder das Levi-Civita-Symbol mit dieser Definition ist tatsächlich ein Tensor dritter Stufe. So, unser Ziel war ja eigentlich das Vektorprodukt mit Hilfe des Epsilon-Tensors auszudrücken. Diese Beziehung, die wir hier gefunden haben, die werden wir dann später noch mal verwenden. Ja. Dass man nämlich Ramas uns mal ein, die werden wir dann später noch verwenden. Das ist die Gleichung 1,51 im Wesentlichen im Skriptum. Aber bevor wir das tun, müssen wir eine Definition geben des Vektorprodukts mit Hilfe dieses Epsilon-Tensors. Und es geht folgendermaßen. Wir wollen ja das Vektorprodukt A Kreuz B ergibt einen Vektor. Und die ith Koordinate dieses Vektorprodukts, behaupte ich, lässt sich ausdrücken als Epsilon i j. A, J, B, K. Also wieder Einsteinsche Summenkonvention. I ist jetzt hier der Index des Vektors und J und K sind Summationsindizes. Warum? Weil J taucht genau zweimal auf, K taucht zweimal auf. Das heißt, ausführlich geschrieben, wenn wir nicht nach Einsteinscher Summenkonvention uns halten würden, wäre das eine Summe J gleich 1 bis 3 und K ebenfalls 1 bis 3 Epsilon I J K J B K. Die Summen werden wir in Zukunft natürlich nicht anschreiben, ja? Sondern jetzt können wir uns überlegen, was kommt denn jetzt hier raus für die erste Koordinate dieses Vektorprodukts und dann können wir überprüfen, ob das tatsächlich mit unserer gewohnten Definition übereinstimmt. Schreiben wir hier die Summen einfach nochmal an. Dann summiere ich also hier über j gleich 1 bis 3 und k ebenfalls 1 bis 3. I habe ich 1 gesetzt, also steht da jetzt Epsilon 1 j k a j b k.
Von diesen insgesamt 3x3, 9 Termen, sind nur die Terme ungleich 0, bei denen alle drei Indizes des Epsilon-Tensors verschieden sind. Und zwar entweder plus 1 oder minus 1. Und wir haben also entweder kann JK 2 und 3 sein, dann haben wir hier stehen Epsilon 2, 1, 2, 3, A 2, B3. Oder die andere Möglichkeit ist noch, dass Epsilon, dass 3 und 2 hier vertauscht sind, also 3, 2, dann steht hier A 3, B2. So, jetzt ist zur Definition, ist das aber plus 1. Noch einmal vertauschen, ändert sich das Vorzeichen, minus 1, und ich bekomme das Ergebnis A2, B3 minus A3, B2. Und wenn Sie das mit Ihrer gewohnten Definition des Kreuzprodukts, des Vektorprodukts vergleichen, ist das genau die richtige, das richtige Ergebnis. Und ganz ähnlich kann man vorgehen, wenn man dann die zweite und die dritte Koordinate des Vektors berechnet. Also ich erspare mir das jetzt hier mit den Summen. Da steht dann hier an der Stelle ein Zweier. Dann gibt es also zwei Terme wiederum, nämlich Epsilon, entweder Epsilon 2, 3, 1, A3, B1 und der Term Epsilon 2 und 1, 3. A3, Moment, jetzt habe ich mir da gleich verschrieben. 2, das stimmt schon, 2, 2, 3, 1, A3, B1 oder 2, 1, 3, A1, B3. Wenn wir hier oben nachschauen, A, Epsilon, 2, 3, 1. 3, 1 ist hier, ist plus 1, das heißt, der erste Term hier ist plus 1 und der ist minus 1 und wir erhalten das Ergebnis A3B1 minus A1B3. Und schließlich, der vollständige Teil, schreiben wir auch noch das Ergebnis für die dritte Koordinate hin. Da ergibt sich dann eben ein Epsilon 312 A1B2 plus ein Epsilon 321 A2B1 und der erste Term ist hier plus 1, das zweite Epsilon hier ist minus 1 und ich erhalte das Ergebnis A1B2 minus A2B1. Gut, damit haben wir also gezeigt, dass mit dieser Definition, die rahmen wir uns ein, wir genau unser Epsilon, unser Kreuzprodukt definiert haben. Wir üben das jetzt gleich einmal, diese Schreibweise mit Hilfe des Epsilon-Tensors, anhand der zwei Aufgaben, die ich aus dem Skriptum jetzt hier rauskopiere. Und zwar üben wir jetzt hier einfach einmal. Zunächst einmal in dem ersten Beispiel hier haben wir hier ein Symbol, zwei symbolische Gleichungen gegeben. Eine Gleichung 1 und eine Gleichung 2. Und unsere Aufgabe ist, diese symbolische Gleichung in Koordinatenschreibweise umzumünzen. Wenn wir uns die erste Gleichung anschauen, da ist dieser links ein Vektorprodukt, rechts ein Vektorprodukt. Das heißt, es geht jetzt darum, die i-te Koordinate der linken Seite gleichzusetzen mit der i-ten Koordinate der rechten. Naja, und das ist, wir verwenden mal genau das Kreuzprodukt, also Epsilon i j k d j c k. Ja, also die Reihenfolge i ist dadurch einmal festgelegt
Die Summationsindizes kann ich benennen, wie ich möchte. Wichtig ist dann die Reihenfolge, wenn ich hier I, J, K nehme. Der erste Vektor hier im Produkt kriegt den ersten Index, also den zweiten Index, und der letzte kriegt dann den also zweite Faktor im Kreuzprodukt dann den dritten Index. Auf der rechten Seite ganz ähnlich wieder I. Ich kann jetzt hier natürlich als Summationsindex, macht das jetzt hier mal, auch einen anderen Index, andere Indizes verwenden, zum Beispiel Epsilon ILM ALBM. Daran hindert mich niemand. Ja? Ich könnte natürlich die genauso gut L und M, J und K nennen, kann es aber auch L und M nennen. Was ich nicht tun darf, dürfte es dieses I hier anders zu benennen, ja? Weil links und rechts der gleiche Index stehen muss. Wenn wir uns die zweite Gleichung anschauen, hier steht links ein Skalarprodukt, ja? Skalarprodukt zwischen den beiden Vektoren F, das kann ich zum Beispiel schreiben als E L F L, über L wird summiert. Auf der rechten Seite habe ich hier zwei, auch das Skalarprodukt. Also hier ist ein Produkt, Skalarprodukt, und hier ist ein Vektorprodukt. Ja. Schauen wir uns einmal das erste Vektorprodukt an. Also wie üblich Epsilon I J K A J B K. Das wäre also dieser Vektor hier. Nehmen wir den hier einfach mal, was sie G, I, wäre das hier ein Vektor G. Und wenn es ein Vektor H ist, dann muss ich hier das Skalarprodukt bilden zwischen den beiden. Das heißt, hier brauche ich dann ein HI. Das heißt, ich muss jetzt hier beginnen mit einem Epsilon I. Und jetzt muss ich aufpassen, wenn die einsteinsche Summenkonvention Gültigkeit haben muss, dann darf ich J und K Summationsindizes nicht mehr verwenden, weil ja die sonst mehr als zweimal auftauchen. Sondern ich muss jetzt hier zum Beispiel andere Indizes, also ich muss andere Indizes wählen, zum Beispiel L und M. Dann steht hier Epsilon I C L D M. Das wäre der Übergang von der symbolischen in die Koordinatenschreibweise. Jetzt üben wir noch den umgekehrten Fall. Das ist die nächste Aufgabe hier. Skriptum. Ups, fügen wir das größer und fügen wir gleich eine neue Seite ein. Jetzt haben wir den umgekehrten Fall, jetzt haben wir wieder zwei Gleichungen gegeben. Allerdings sind die beiden Gleichungen jetzt in, ich nenne sie immer Koordinatenschreibweise gegeben, und wir suchen jetzt die symbolische Form. Versuchen wir mal uns an dem ersten Ausdruck hier. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, hier auf der linken Seite offenbar hier ein Kreuzprodukt, aber die Reihenfolge der Indizes gefällt mir noch nicht. Ja, warum gefällt mir die noch nicht? Weil ja, wenn Sie es hier vergleichen, der erste Indiz, also hier muss ich genau hinschauen. Ja, hier über welche Indizes summiert wird, nämlich über L wird summiert und über K wird summiert. Der Index, über den nicht summiert ist, der ist hier an der letzten Stelle. Am besten bringe ich den an die erste Stelle, indem ich da jetzt hier K und L vertausche. Dann steht hier, da muss ich allerdings das Vorzeichen ändern. Dann steht hier minus Epsilon M L. Ja, ich habe die beiden K und M vertauscht. Dann bekomme ich noch der Eigenschaft des Epsilon-Tensors ein Minus. Und dann nehme ich gleich dieses AL und CK. Das schaut mir schon mal gut aus. Und auf der anderen Seite probiere ich das Gleiche. Wenn hier auf der linken Seite M überbleibt, dann muss es hier auf der rechten Seite auch tun. Das heißt, hier muss ich wieder jetzt vertausche ich I mit J. Dann steht hier Epsilon
wieder Minus natürlich, Epsilon m i j. Was ich auf jeden Fall tun darf, das sind hier einfach nur Zahlen, die zwar in Summen drinnen stehen, aber die darf ich vertauschen. Ja, das heißt, das ergibt dann ein d. Der nächste Index hier ist das i. Ja, deswegen nehme ich zuerst das d und dann das b. Und in der Form kann ich jetzt unmittelbar schon ablesen. Das Vorzeichen kann ich dann auch auf beiden Seiten weglassen oder mit minus 1 multiplizieren, wenn Sie so wollen. Und dann steht auf der linken Seite steht a Kreuz c, und zwar die n-te Koordinate von dem Ausdruck. Und auf der rechten Seite steht d Kreuz. Das heißt, die symbolische, wieder die n-te Koordinate, symbolische Form von dieser Gleichung wäre einfach dann a Kreuz c gleich d Kreuz b. Okay, schauen wir uns noch die zweite Gleichung hier an. Hier haben wir wieder einen Ausdruck gegeben in symbolischer Form. Auf der linken Seite steht offenbar wieder ein Skalarprodukt. Ja, das können wir gleich hinschreiben. E mal F. Wenn auf der linken Seite ein Skalar steht, muss auf der rechten Seite auch ein Skalar stehen, sonst ist die Gleichung nicht sinnvoll. Das heißt, wenn ich jetzt hier alle Indizes genau anschaue, dann werden Sie bemerken, dass alle Indizes doppelt vorkommen. Ja, K kommt zum Beispiel hier vor und hier. N ist hier und hier. J ist hier und hier. L haben wir auch zweimal und M ebenfalls zweimal. Ja. Das heißt, hier wird über alle Indizes summiert, so ergibt sich am Ende ein Skalar. Jetzt muss ich die nur in die richtige Reihenfolge bringen. Schauen wir nochmal genau hin, den ersten Epsilon-Tensor hier mal KNJ. Und hier bei den Vektoren haben wir einmal ein K stehen und hier einmal ein J. Das heißt, das bringe ich einmal in die Form, indem ich wiederum das n über das hier an die erste Stelle bringe, also Epsilon, da muss ich ein Minus davor machen, Epsilon n k j. Ich habe die beiden Indizes jetzt hier vertauscht, n k j. Dann schreibe ich gleich hin den Term bk und a j. Und im zweiten Ausdruck hier habe ich auch, wird über L und M hier summiert und N bringe ich an die erste Stelle hier. Das heißt, ich kriege jetzt hier, machen wir eine Klammer vielleicht hier, kriege ich ein Minus wieder, Epsilon N M L, nachdem ich die beiden vertauscht habe. Dann nehme ich gleich die richtige Reihenfolge. Das heißt, wir haben jetzt hier M, D, M und L. C, L. Ja, und dann sehe ich, das Vorzeichen hebt sich wieder in dem Fall raus. Minus mal Minus ergibt. Und der Ausdruck, der hier stehen bleibt, das ist ein Kreuzprodukt B Kreuz A, das dann skalar multipliziert wird mit dem Kreuzprodukt, mit dem Vektorprodukt von D und C. Das heißt, in symbolischer Form würde diese Gleichung genauso ausschauen. Gut, nach diesen beiden Übungen, was wir eigentlich hätten noch zeigen müssen, ist, ich habe jetzt immer gesagt, das Vektorprodukt zwischen zwei Vektoren ergibt wieder einen Vektor. Das muss man jetzt eigentlich noch zeigen, indem man das Transformationsgesetz überprüft. Das werden wir auch gleich machen. Bevor wir das tun, schauen wir uns aber jetzt hier drei wichtige Eigenschaften oder drei wichtige Sätze an des Vektorprodukts. Auch das wieder am besten anhand des Skriptums da hier. Diese drei Sätze wollen wir uns anschauen.
Genau. Rauszoomen und so. Die kopiere ich mir jetzt hier. Dann diskutieren wir das. Genau. Wo ist ein wenig eine Spur größer? Also, was sagt der erste Satz? Und wir werden die dann auch beweisen, Schritt für Schritt. Der erste Satz kommt Ihnen wahrscheinlich, oder wissen Sie schon, während das Skalarprodukt kommutativ ist, ist das Vektorprodukt nicht kommutativ. Ja? Also das heißt, wenn ich die Reihenfolge der beiden Vektoren vertausche, man nennt es auch antikommutativ, weil sich dann das Vorzeichen ändert. Also A Kreuz B ist gleich minus B Kreuz A. Eigenschaft. Zweite wichtige Eigenschaft ist auch das, wissen Sie bereits aus der Schule oder aus der linearen Algebra, das vektorielle Produkt der beiden Vektoren a und b, also a Kreuz b, steht senkrecht auf beide Vektoren a und b. Das heißt, es gilt, wir wissen ja, dass das Skalarprodukt zweier Vektoren verschwindet, wenn die beiden Vektoren normal aufeinander stehen. Und diese Tatsache hier, a Kreuz b, steht normal auf a. A Kreuz b steht normal auf b. Die drückt man also mathematisch durch die Gleichungen hier bei 1,54 aus. Ja, das ist nämlich das Skalarprodukt von a Kreuz b mal a gleich 0 ist und a Kreuz b mal b gleich 0 ist. Und der dritte wichtige, oder die dritte wichtige Eigenschaft des Vektorprodukts ist, das nämlich hat jetzt was zu tun mit dem Betrag des Vektors, dass nämlich der Betrag des Vektors des Vektorprodukts gegeben ist durch die Form, nämlich Wurzel aus Länge von a zum Quadrat plus Länge von b zum Quadrat minus dem Skalarprodukt mal b zum Quadrat. Und aus der Formel 1,55 kann man da ganz leicht zeigen, dass sich der Betrag des Vektorprodukts auch schreiben lässt als a mal b mal Sinus des eingeschlossenen Winkels. Ja, zur Erinnerung, das Skalarprodukt hatten wir ja hier a mal b mal Cosinus Theta. Gut, wenn wir diese Eigenschaften müssen wir auch uns überlegen, dass das oder zeigen, dass das tatsächlich so ist. Erste geht am einfachsten, nämlich starten wir wieder mit Hilfe unseres Definition des Epsilon-Tensors. A Kreuz B, die Koordinate, haben wir definiert als Epsilon I J K A J B K. Gut, was muss ich tun, wenn ich die Reihenfolge hier vertauschen möchte? Da muss ich die beiden Indizes hier vertauschen. Ja, wenn ich das vertausche, bekomme ich aber ein negatives Vorzeichen, nämlich minus Epsilon I K J B K A J und das ist nichts anderes als minus B Kreuz A die I davon. Ja? Damit ist einmal die erste Eigenschaft ganz leicht gezeigt. Um die weiteren Eigenschaften zu zeigen, benutzen wir jetzt ein Ergebnis, das wir uns heute schon überlegt haben, und zwar die Darstellung des Epsilon-Tensors mit Hilfe dieser orthogonalen Matrix. Ja, das gilt ja, wir haben jetzt hier nicht spezifiziert, welche orthogonale Matrix wir hier genau meinen. Wir könnten jetzt hier eine ganz spezielle orthogonale Matrix nämlich die Einheits. Also wir können den Epsilon-Tensor, also wir können statt RIK, können wir auch Delta IK setzen, ja, speziell. Wenn wir das hier oben sozusagen einsetzen, dann bekommen wir die folgende Darstellung des Epsilon-Tensors, die uns dann weiterhelfen wird, um die zweite Eigenschaft
zu zeigen. Nämlich, wenn wir Epsilon I und K setzen als, wenn wir jetzt hier einfach in der Form die WO ersetzen, das Kronecker-Delta, das dürfen wir tun, weil das R ist ja in der orthogonalen Matrix und Kronecker-Delta ist auch eine orthogonale Matrix. Ich habe jetzt nur, statt BQR schreibe ich jetzt IJK, wie es im Skript auf Seite, also die Gleichung 1,57 auch ist, dann steht hier Delta I1, Delta J1 und Delta K1, dann in der zweiten Spalte I2, J2, Delta K2 und hier haben wir ein Delta I3, Delta J3 und Delta K3. Was ich auch gleich noch dazu schreibe, ist, Sie wissen auch, das ist ja Determinante hier, eine Dreideterminante. Und Sie wissen die Eigenschaft von Determinanten. Eine Determinante ändert ihren Wert nicht, wenn ich Zeilen und Spalten vertausche. Das heißt, ich kann genauso gut schreiben, das meine ich jetzt gar nicht, das könnte man natürlich auch hinschreiben, sondern das ist eine andere Eigenschaft, die ich benutze. Natürlich, das Kronecker-Delta ist symmetrisch, also Delta I, K ist gleich Delta KI. Das kann ich hier benutzen, um überall die Indizes zu vertauschen. Ich zeige Ihnen gleich, warum ich das mache. Sie schreibt das jetzt als Delta 1 I, Delta 1 J und Delta 1 K, Delta 2 I, 2J und Delta 2K, ja? Und Delta 3i, Delta 3j und Delta 3k. Determinante. So. Sie können jetzt auch, vielleicht nehmen Sie sich immer die Zeit und machen das separat auf einem Blatt Papier, sich leicht überlegen, was das jetzt diese Definition immer noch genau den Epsilon-Tensor entspricht. Ja, wenn Sie jetzt hier 1, 2, 3 setzen für IJK, dann steht hier zum Beispiel die Delta 1, 1 und so weiter. Delta 2, 2, also die Einheitsmatrix da stehen und die Determinante der Einheitsmatrix ist genau plus 1. Und das könnten Sie auch für alle Indizes durchspielen und würden genau finden, dass diese Definition immer noch der Definition unseres Einheitsvektors, unseres Epsilon-Tensors entspricht. So, unser was wir eigentlich zeigen wollen, ist ja jetzt die folgende Gleichung hier, dass a Kreuz b mit a multipliziert gleich 0 ist. Ja, das wollen wir jetzt hier machen, indem wir immer die Gleichung anschreiben, nämlich a Kreuz B skalar multipliziert mit dem Vektor A. Und jetzt gehen wir wieder über in unsere symbolische Schreibweise. Das haben wir ja vorher geübt. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Vektorprodukt Epsilon I J K A J B K und jetzt Skalarprodukt mit dem Vektor A. Das heißt, jetzt brauche ich noch einmal A mit Index I, weil wird ja über I wird dann hier das Skalarprodukt gebildet. Und jetzt verwende ich die Darstellung des Epsilon-Tensors in Form dieser Determinante, die wir gerade hier oben angeschrieben haben. Machen wir jetzt das Leben insofern ein wenig leichter, indem ich das jetzt hier einfach kopiere. Und hier einfach nochmal hin kopiere. Diese Definition verwenden wir und dann muss ich natürlich jetzt hier noch dazu schreiben, die drei Terme A, J, B, K, A, I. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir unsere schöne Determinante hier stehen. Die benutzen wir jetzt natürlich, diese Eigenschaft dieser Determinante. Und zwar, wenn ich einen Skalar, so wie hier, multipliziere. Also, das ist ja eine Zahl. Der Vektor A ist natürlich ein Vektor, aber sobald ich hier eine Koordinate annehme, ist das eine Zahl. Und ich kann jetzt diese Zahl mit einer Zeile der Determinante multiplizieren. Oder umgekehrt, Sie können diese Eigenschaft
von Determinanten. Sie können aus einem konstanten Faktor aus einer Zeile rausheben. Jetzt machen wir das Umgekehrte. Jetzt multiplizieren wir diese Zahlen zeilenweise dazu. Und zwar multiplizieren wir das a in die erste Zeile rein, das k multiplizieren wir in die dritte Zeile rein, also das bk, und das aj multiplizieren wir in die zweite Zeile rein. Dann steht hier Delta 1 i a i, Delta 2 i a i und Delta 3 i a i. Und in der zweiten Zeile haben wir ja das AJ3 multipliziert, also steht A Delta A1J AJ, Delta 2J AJ und Delta 3J AJ. Und in der dritten Zeile haben wir das BK rein multipliziert, steht hier Delta 1K BK, Delta 2K BK und Delta 3K. So, sind wir noch nicht fertig, weil wir können natürlich jetzt diese Summen ausführen. Hier wird ja jeweils über i summiert. Von der Summe bleibt nur ein Term über, nämlich dann nur der Term, wenn i gleich 1 ist. Also bleibt hier a1 stehen. Von dieser Summe bleibt nur der Term a2 stehen. Und von dieser Summe bleibt nur der Term a3 stehen. Hier ebenfalls, hier summiere ich über j, da haben wir noch einmal a1, 2 und a3 und hier in der letzten Zeile summieren wir über k. Hier bleibt dann einmal b1 stehen, dann b2 und b3. Das ist immer noch eine Determinante und jetzt sehe ich sofort, die muss 0 sein, die Determinante, wie ich es zeigen möchte. Warum muss die 0 sein? Weil zwei Zeilen in meiner Determinante gleich sind. Und ganz analog zeigt man natürlich auch, dass A Kreuz B mal Skalar multipliziert mit B ebenfalls gleich 0 ist. Ganz allgemein können wir dann zeigen, dass wir das Spatprodukt nennen wir das, zwischen drei Vektoren A mal B mal C. Dass wir das auch ausdrücken können, genau wie wir es hier gemacht haben, ersetzen es einfach nur A, hier A, B und C entsprechend, dann können wir zeigen, dass das die Form hat, A, dass wir das als Determinante schreiben können. A1, A2, A3, B1, B2, B3 und C1, C2, C3. Das nennt man das sogenannte Spatprodukt. Das Spat. Und anhand dieser Determinantendarstellung erkennt man auch sehr schön, eben wenn zwei Vektoren in dem Spatprodukt gleich sind, so wie wir es hier gehabt haben, verschwindet das Spatprodukt. Wenn ich die Reihenfolge hier vertausche, dann vertausche ich hier die zwei Zeilen in meiner Determinantendarstellung, ändert sich das Vorzeichen. Gut, damit möchte ich diese Stunde heute beenden, beschließen und wir heben uns den Beweis dieser wichtigen dritten Eigenschaft des Produkts für das nächste Mal auf, weil da müssen wir vorher noch eine wichtige Eigenschaft des Epsilon-Tensors uns herleiten oder kennenlernen.